Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Chrisney, diesmal mit einem Mikrofonvergleich zwischen dem Zoom H2N und dem The T-Bone SC440. Hier beide Mikrofone einmal im Close-Up. Zuerst das T-Bone, danach das Zoom. Und ich werde jetzt beide miteinander vergleichen, Vor- und Nachteile. Fangen wir an mit dem T-Bone. Hier sehen wir erstmal schöne Aufnahmen davon. Es ist ein Kondensatormikrofon, das mit Spinne geliefert wird. Ich würde empfehlen, dazu noch einen Ständer zu kaufen, damit man einfach handlicher damit arbeiten kann. Hier unten sieht man die Anschlussmöglichkeiten. Über PC einfach mit USB anschließen. Die Spinne ist mit dem Lieferumfang enthalten und soll gegen Rumpelgeräusche helfen und Erschütterungen besser verarbeiten. Machen wir weiter mit dem Zoom. Das ist ein Handy-Recorder, ein eingebauten Recorder besitzt es. Ist ein multifunktionales Gerät, das hat 4 verschiedene Modi für Surround Sound, für Direkt Stereo oder eine Mischung aus beidem. Dann sehen wir hier noch einen Line-In für Mikrofonanschluss, direkten Ausgang mit Kopfhörern hat es auch und kann auch als USB-Mikrofon für den PC verwendet werden. Ja, sehen wir sehr schön. Innen drin sind 4 Mikrofone verbaut. Hier ist der Bedienungsdisplay und der rote Record-Button. Auf der anderen Seite sehen wir die Steuerung fürs Menü, die Vor- und Rückspultaste, den Auto-Gain, der den Pegel einstellt und der An- und Ausknopf, mit dem man das Gerät ganz einfach anschalten kann, darüber die Hold-Taste. Dann leuchtet ein rotes Lämpchen und man sieht schon den Ausschlag am Display. Sehr praktisches Teil. Sehr gut, da kann man direkt anpassen, wie der Pegel sein soll. Unten ein SD-Karteneinschub, 2 GB Karte ist dabei. Ein Windpuschel für draußen ist auf jeden Fall ein Muss, damit die Windgeräusche einfach geringer sind. Damit ihr euch selbst ein Bild von der Audioqualität machen könnt, habe ich für euch ein paar Testsätze eingesprochen und das unter verschiedenen Bedingungen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Chrisney mit einem neuen Mikrofontest. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Chrisney und einem neuen Mikrofontest. Jetzt spreche ich mit dem gleichen Pegel und einem Abstand von ca. 30 cm in das Mikrofon. Und nun noch einmal das T-Bone mit einer Entfernung von ca. 30 cm. Um nun nochmal einen weiteren Test zu erfahren, wie das Zoom sich auch auf die Entfernung hin auswirkt, den gleichen Test mache ich jetzt auch beim T-Bone. Diesmal bin ich wieder in einer Entfernung von 1 Meter zum Mikrofon und habe den Pegel auf das Maximum gestellt. So, nun mit der Surround-Funktion des Zooms aufgenommen. Dabei werden auch die Umgebungsgeräusche besser aufgenommen. Ich kann eigentlich sagen, dass beide Geräte sehr gut verarbeitet sind, sehr soliden Eindruck machen, sind natürlich unterschiedliche Preisklassen mit dem Zoom für ungefähr 150 Euro und dem T-Bone für ungefähr 70 Euro. Ich würde das Zoom allen empfehlen, die gerne mal spontan unterwegs auch was aufnehmen wollen, die auch nicht immer einen PC zur Hand haben, die aber trotzdem brillante Tonqualität haben wollen. Der Ton ist sehr sauber, sehr geringes Grundrauschen und schöne Höhen, Mitten und Tiefen. Natürlich ist der Bass nicht so da wie bei einem Kondensatormikrofon, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Es ist ein sehr natürlicher Sound, der auch räumlich gut darstellt. Es kann auch für Filme verwendet werden, wenn ihr einfach Videos macht und einfach mal den Sound mithören wollt. Sehr gutes Mikrofon dafür. Das T-Bone würde ich allen empfehlen, die nicht so viel Geld dafür ausgeben wollen, für gute Soundqualität, die vielleicht Let's Plays machen, die YouTube-Commentaries machen wollen. Es hat einen sehr schönen, bassigen Sound. Man muss sich zwar ein bisschen mit dem Pegel bei Windows einstellen, aber wenn man das einmal gemacht hat, kann man damit sehr gut arbeiten. Das Grundrauschen ist mir leider etwas zu hoch. Ich verwende es doch trotzdem noch, weil der Sound einfach, egal bei welchem Abstand, schon noch sehr gut und dieses Bassige gefällt mir einfach. Bei spontanen Sachen benutze ich dann eher mal das Zoom, weil es einfach besser ist mit dem eingebauten Recorder und ich finde auch den Klang echter und authentischer, weil man die Höhen besser hört. Das T-Bone ist mir ein bisschen zu basslastig, obwohl ich das eigentlich auch mag, aber
Ich variiere immer zwischen beiden. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr besser fandet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.